So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Dustin. Herzlich willkommen. Guten Morgen, lieber Christoph. Hallo. Liebe Clubmitglieder, herzlich willkommen, liebe Gäste zum Aktien-Roundup. Wie immer jeden Donnerstag um 10.30 Uhr mit einer neuen spannenden Aktie und heute mit einer Industrie, wo ich sofort erstmal reingrätschen muss und fragen muss, Dustin, wir geben uns jetzt auf die dunkle Seite der Macht. Ja, wir begeben uns zumindest auf die Seite der positiven Renditen in letzter Zeit, kann man so sagen. Also heute, ich habe es ja schon angekündigt, Rüstungskonzerne werden heute den ganzen Tag das Thema sein. Also sowohl heute Vormittag als auch heute Nachmittag in der Aktienwerkstatt. Ja. Wir werden uns heute Vormittag Rheinmetall angucken, als momentan einer der Top-Performer im DAX. Als einer der wenigen, die gerade noch sehr stark profitieren und natürlich das Ganze auch im Zusammenhang mit unserem Dividendenmonat, das Ganze auch mal in der Lupe der Dividendenpolitik von Rheinmetall uns ansehen, wenn tatsächlich sind sie ein ziemlich starker Dividendenzahler und insbesondere in den letzten Jahren kann man sich gut vorstellen, haben die Dividenden auch ordentlich angezogen. Nicht die Renditen, sondern die Dividenden an sich, die Steigerungen waren signifikant. Kommen wir dann aber zu, Christoph. In diesem Sinne, lass uns starten. Genau, und du hast es gerade schon gut angesprochen, sind wir jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Man kann aber sagen, wir sind, wie gesagt, auf der positiven Seite der Renditen. Das ist so ein bisschen die Rüstungsindustrie. Wohlgemerkt nur bis zum 3.3. Diese schöne Grafik hier, 22. Wir sehen aber, das ist ja bunt weitergegangen seitdem. Also anderthalb Jahre weiter sieht man, dass die Aktien sehr, sehr stark weiter gestiegen sind. Auch fast alle, die wir hier gerade so blicken, also insbesondere die deutsche Seite, aber auch wenn man hier in Richtung, Frankreich guckt oder auch in Richtung Großbritannien, sehen wir überall positive Kurse und ich zeige euch das nochmal kurz im Chart und da sieht man das nämlich tatsächlich nochmal ein bisschen stärker. Das hier ist jetzt mal die Aktie von Rheinmetall, ganz gut im Überblick und wir sehen hier, ja, wenn wir das hier mal die Zeit noch ein bisschen zeigen wollen. Genau. Wann ist das hier? Also wir sehen hier einen Tageschart quasi, der zurückgeht. Jetzt nehmen wir mal hier bis 2020, das nehmen wir ja immer gerne als Punkt. Corona-Tief kann man sagen und wir können uns ganz gut vorstellen, ja, was hier seither für eine Rallye ausgelöst wurde. Auch hier in diesem Bereich, Februar 22, jeder kann sich gut vorstellen, was diesen Sprung hier ausgemacht hat. Also quasi Start des Ukraine-Kriegs, dann ging es rasant bergauf, kann man sagen. Hat sich wieder abgeflacht und seit jetzt natürlich der weitere Konflikt in Israel entstanden ist, gibt es nochmal einen Hub bergauf. Also von knapp 80 sind wir jetzt hoch auf 275 und wie gesagt auch heute wieder waren wir, ich kann es mal hier zeigen, knapp 3,5% im Plus. Schwankt natürlich ein bisschen, aber wir sehen, die Aktie zieht ordentlich an oder hat ordentlich angezogen hier in der letzten Zeit und ist auch weiterhin auf einem positiven Trend, auch wenn es mal im Sog jetzt mal ein bisschen bergab ging. Und wenn du da mal drauf bleibst, sieht man was sehr Spannendes. Im Ukraine-Konflikt sind die Bewertungen zunächst nach oben geschwellt. Das sieht man in der nächsten blauen Kurve, das ist das KGV, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und dann ist der Kurs zwar gestiegen, die Bewertungen sind aber nicht im gleichen Maße mitgestiegen, sind sogar nochmal gefallen. Ja. Das heißt, genau. Die Gewinne haben hier nachgezogen zu den zur Bewertung. Das heißt, das Unternehmen ist aktuell zum Beispiel wieder noch günstiger bewertet, als sie zum Beispiel zu Beginn des Ukraine-Konflikts war, wo also erstmal der Kurs angesprungen ist aufgrund dieser Nachrichten. Das ist aber entsprechend auf der Gewinnsituation hat das Ganze nachgezogen. Und das ist schon ein sehr interessantes Beispiel, wie man auch nicht nur auf Aktienkurse schauen sollte, sondern eben auch immer auf die Bewertung des Unternehmens. Und hier sieht man also eine ganz einfache Bewertungskennzahl. Das ist ja immer nicht alles, aber man sieht sehr schön, dass die Bewertung des Unternehmens eigentlich aktuell sogar geringer ist als zu Beginn des Ukraine-Konflikts, aber ein bisschen höher als in der Zeit davor, wo sozusagen diese geopolitischen Themen nicht so auf der Tagesordnung waren. Genau, und ich wollte das hier nochmal so ein bisschen an der Übersicht auch zeigen, wo man hier unten sehen wir immer wieder, wie die Gewinne auch waren. Die waren teilweise besser als erwartet, aber jetzt wird sich eine oder andere fragen, ja, Moment mal, hier sind ja auch die Gewinne, die waren die Earnings ein bisschen schlechter als gedacht. Aber das ist genau der Punkt, vielleicht schlechter als gedacht, aber grundsätzlich hat man natürlich mit eingepreist, dass die Gewinne weiter steigen und weiter nach oben gehen und das hat sich am Ende im Kurs wieder gespiegelt und ist auch so ein bisschen der große Faktor natürlich, warum diese Aktie trotz der höheren Bewertung, die man eigentlich im Kurs wahrnimmt, eigentlich auf einem ähnlichen Niveau bleibt, weil wir diese nachziehenden Gewinne haben.
Genau. Wenn du mal zurückgehst auf diese Übersicht mit den verschiedenen Unternehmen, dann ist es ja sehr spannend zu sehen, dass die Unternehmen ganz oft nicht nur in der Rüstungsindustrie drin sind, sondern hier nochmal schön zu sehen, also mal ein Beispiel ist Thales, auch viel Medizintechnik, viel Luftfahrttechnik, Rolls-Royce sowieso als Triebwerkshersteller, Airbus kennen wir auch an der zivilen Luftfahrt, ThyssenKrupp hat natürlich Schwerindustrie, aber hat natürlich auch, also hat Schwerindustrie, aber nicht nur im Rüstungsbereich. Also sind oftmals auch Unternehmen, die diversifizierter sind, aber meistens schon so Fast alle, in muss der man sagen. Schwerindustrie sind, bis auf so diese Luftfahrzeugunternehmen, also Rolls-Royce und auch Thales Medizintechnik oder auch Avionik, auch viele Sachen. Das sind dann ist nicht mehr so Schwerindustrie, sondern natürlich schon auch eher so Hochtechnologie. Also sehr spannend, wie die Unternehmen auch diversifiziert sind. Genau, insbesondere Airbus als größter europäischer Rüstungskonzern ist natürlich eigentlich im Hauptgeschäftszweig ja eigentlich in der zivilen Luftfahrt tätig. Da sieht man das auch ganz gut, wie die Unternehmen natürlich aufgeteilt sind. Man muss auch sagen, es kommt so ein bisschen über die Politik der letzten Jahre. Da war Rüstung ja nicht so das Thema. Da wurde nicht so viel investiert. Wir sehen das gleich nochmal in den Grafiken. Und da haben sich viele Konzerne natürlich überlegt, okay, in welche Sparten gehen wir jetzt, um auch zivil ja, uns breiter aufzustellen. Und das sieht man eigentlich fast in allen Konzernen. Hensoldt ist so mit Radartechnik eigentlich einer der wenigen Konzerne auch, die relativ hohen Prozentteil wirklich für militärische Zwecke haben. Alle anderen sind relativ breit aufgestellt. Wir werden das gleich auch nochmal in den Kategorien von Rheinmetall sehen. Genau. Rüstungsindustrie grundsätzlich immer ein kontroverses Thema, kann man ja ganz klar so sagen. Auf der einen Seite kann man ja immer so, gibt es ja die grundsätzliche Behauptung, ja, wenn es keine Rüstung auf der Welt gäbe, hätten wir auch keine Kriege und so weiter. Ich denke mal, das ist ein bisschen komplexer und das ganze Thema. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass viele und diese Unternehmen natürlich auch ein Footprint haben im ganzen Abwehr- und Verteidigungssystem, also wenn man das jetzt mal rein passiv sehen würde. Aber sicherlich ist immer, ohne Waffen auf der Welt gibt es keine Kriege, das sehe ich klar, aber irgendwer hat sie immer, muss man ja auch sagen. Weil Die wir uns sitzen ja nicht. wahrscheinlich mit Holzknüppeln Genau, also aufbauen. hier sieht man es jetzt gerade natürlich in die europäischen Unternehmen, es gibt natürlich noch US-Unternehmen, es gibt auch sicherlich in China Unternehmen, die da aktiv sind Werden wir und so heute Nachmittag weiter. mal an uns ansehen, die größten Genau. Konzerne, das sind natürlich insbesondere US-Unternehmen, aber die auch nochmal ein bisschen in den Vergleich setzen zu Genau. den europäischen. Wir gehen mal rein. Wie gesagt, Rheinmetall heute das Thema. Unten steht auch nochmal die ISIN für alle, die sich das ansehen wollen. Ich habe es gerade eben angesprochen und das war auch das Thema. Das ist so ein bisschen die Rheinmetall Holding als Group. Und hier sieht man, dass natürlich diese verschiedenen Sparten, in denen man aktiv sind, zu großen Teilen militärischen Zwecken zugeordnet werden können, aber halt auch ja, in der ganz normalen zivilen Industrie Anwendung finden. Also wir sehen es hier von links nach rechts einmal wirklich klassisch Waffen und Munition. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Das ist natürlich insbesondere wirklich Rüstungsindustrie. Aber hier geht es schon so ein bisschen weiter. Wenn man sich diese Elektroniksparte ansieht, dann ist das natürlich auch teilweise ist das Air Defense und Radarsysteme, aber es geht auch um klassische Schaltkreisläufe, um Elektroniksysteme. Ja, bei Fahrzeugen gibt es auch wieder welche, die auch eine zivile Anwendung finden. So ist es auch natürlich insbesondere bei diesen Pumpen. Und Sensoren kann man so sagen, da geht es sehr stark auch um Zulieferer der Automobilindustrie. Das ist ein großer Teil. Auch diese Abgasthemen und wie man Abgase leitet, das ist ein großes Thema für Rheinmetall. Ja, und man sieht es auch in diesem Bearingsmarkt, den wir ja schon mal hier im anderen Zusammenhang auch durchgesprochen haben, wird sich an SKF verändert. Also man sieht, man ist breit aufgestellt, weil man natürlich mit seiner Expertise nicht nur einen Markt beliefern kann. Hier sieht man jetzt aber mal das Thema Rüstungsindustrie ein bisschen auf den Punkt runtergebrochen. Und wir haben ja dieses 2%-Ziel. Das sieht man hier ungefähr, dass die NATO vereinbart hat als Zielmarke des BIPs. Und am Ende sollen ja eigentlich alle dieses Ziel erreichen, um damit ihren Beitrag zur NATO zu erreichen. Ist lange Zeit ja ein Kampf gewesen, wie viel man jetzt tut, um wirklich diese 2% zu erreichen oder wie man sie haben an andere Themen priorisiert. Hier sieht man es mal so ein bisschen. Wie viele die Mitglieder prozentual ausgeben an Sachen oder für ihre Verteidigung. Hier ist es aber seit der letzten Zeit, das ist jetzt hier Juni 2022, deutlich angezogen. Also zuvor hat man schon deutlich gesehen, dass der prozentuale Anteil geringer war. Natürlich würde man jetzt auf absolute Zahlen gucken, wäre die USA weit, weit, weit vorne. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema in der letzten Zeit hier gewesen. Genau, das darf natürlich jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, dass Griechenland mehr ausgibt für Rüstung als Deutschland. Das ist natürlich immer am BIP gemessen. Das BIP von Griechenland ist deutlich geringer und so weiter. USA geben sehr viel aus. Das USA-BIP ist definitiv höher als von Deutschland und die machen halt 3,3% fast, wir eben 1,4 nach dieser alten Statistik zwar noch. Ja. Aber das heißt natürlich, dass die Ausgaben in dem Bereich
dann schon immens sind, die man eben hat für Rüstung und Verteidigung. Und wir wissen, das ist immer ein Wechselspiel. Man kann immer sagen, okay, wer ist Aggressor und wer ist der Verteidiger? Aber letztlich sind erstmal wird es hier als zumindest gelabelt als Verteidigung, Verteidigungsausgaben. Und wir als Bund, wir haben ja auch eine Bundeswehr, das heißt, wir haben auch zumindest eine Verteidigungsreserve immer da als Staat. Und das haben viele andere Staaten natürlich auch. Und die NATO möchte so ein Mindestverteidigungsbudget sozusagen in allen, die ihren Mitgliedstaaten letztlich sehen. Genau, dass alle ihren Beitrag quasi leisten, sowohl groß als auch klein, und deswegen wird es natürlich auch prozentual gemessen und nicht in absoluten Werten. Man sieht jetzt hier so ein bisschen, wie die Szenarien eigentlich für dieses Wachstum sind. Wir haben gesehen, die ganze Zeit lang hat man unterhalb von diesen 2%, die Statistik hier ist auch schon so ein bisschen älter, sie zeigt aber so ein bisschen, wo eigentlich die Szenarien hingehen können, wenn man jetzt wirklich versucht, dieses Ziel zu erreichen, auch inflationär gesehen. Man sieht es hier so ein bisschen einmal mit 3% und 5% Inflation. Wir wissen, sie waren teilweise deutlich, deutlich höher. Und wir wissen auch in den letzten Jahren, ist es so ein bisschen dazu gekommen, ja, dass man wieder das Spending angezogen hat, also dass man wieder mehr Ausgaben hatte. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen von dieser Szenerie verabschiedet und wechseln immer wieder in dieses größere Segment hier, weil halt Verteidigung gerade mit genau, das zeigt letztlich, wie das Ganze wächst in verschiedenen Szenarien. Also rechts, ganz rechts zu sehen, ist es eben mit einem gewissen Inflationsszenario und eben mit der neuen Konfliktlage, die eben dadurch da ist, was dann so die Wachstumszahlen sind, die da eben prognostiziert werden. Und da sieht man, ja, selbst im mittleren Szenario waren es irgendwie 50%. Genau. Und ganz rechts sieht man, dass das Wachstum noch deutlich höher ist. Genau, wie gesagt, immer noch ein Thema mit Inflation, aber wo kommt das Ganze her? Ja, es gab halt sehr, sehr viel Ausgaben in Richtung des Kalten Krieges. Da wurde natürlich sehr, sehr hoch oder hatte man sehr, sehr hohe Rüstungsbudgets. Man hat es global eigentlich danach ein bisschen eingedampft, aber man sieht halt auch teilweise, wie extrem. Also eigentlich war das eine gute Entwicklung, dass weltweit abgerüstet wurde. Und das sieht man hier, das finde ich schon sehr krass, dass man dann also zwischen 50% und 70% auch abgerüstet hat, was ja an sich eine gute Entwicklung war. Jetzt geht es wieder ein bisschen in die andere Richtung. Richtung. Das sehen wir auch gleich nochmal in der schönen Grafik. Was man aber hier nochmal sehen kann, ist, wie viel man eigentlich ausgeben möchte. Also wenn man dieses 2%-Ziel sich mehr ansehen würde, wo wir liegen würden und wo wir tatsächlich dann in der Vergangenheit waren. Und wir sehen, es gab immer wieder so ein Gap, der sich aber dann schon wieder angenähert hat und das noch vor dem Krieg. Und wir sehen es noch so ein bisschen deutlicher, wie es jetzt wirklich in diesen Superzyklen war. Also wir hatten, das haben wir gerade eben gesehen, in den Abrüstungsszenarien wirklich diese abnehmenden Budgets und abnehmende Ausgaben. Und das war auch insbesondere die Zeit, wo sich viele Rüstungskonzerne jetzt überlegt haben, wo wären wir weiterhin aktiv. Dann gab es die Annexion der Krim, kann man eigentlich sagen, 2014. Ja. Und da hat es schon begonnen, dass man dieses 2%-Ziel auferlegt hat und das auch immer wieder nach oben jetzt versucht hat zu forcieren und nachzuziehen. Dann gab es die Invasion jetzt in der Ukraine. Dadurch ist es quasi nochmal nach oben angezogen. Und der Israel-Konflikt hat jetzt auch nochmal dazu geführt, dass das nochmal eigentlich noch weiter verschärft wurde. Also wir sehen, wir sind von einem abnehmenden Arm in einen leicht steigenden gekommen und dann jetzt in natürlich einen extremen Zyklus, weil wir alle, beziehungsweise weil die Politikseite halt jetzt sieht, dass Verteidigung für sie zumindest wieder priorisiert werden sollte und somit auch wieder mehr Geld natürlich dafür bereitgestellt wird. Genau. Ein wichtiger Zweig oder ein immer wichtigerer Zweig, der, vielleicht habe ich da später noch was zu kommt, aber was man auch immer wieder beachten sollte, ist, dass sich immer mehr Rüstungsausgaben auch in den digitalen Raum mittlerweile verschieben. Ja, also viele Verteidigungsmaßnahmen müssen mittlerweile eben auch auf Cyberattacken auch ausgeweitet werden. Das ist vielleicht heute nicht das Hauptthema, aber man sollte immer daran denken, dass man kann gegen Waffen sein, man kann gegen Krieg sein, man kann das alles auch nicht gut finden. Ethisch würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt in einen Rüstungskonzern investieren, muss ich ganz klar sagen, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die Bedrohungslage sich mittlerweile auf ganz andere Räume auch ausweitet. Und da geht es uns dann plötzlich doch alle was an, weil wenn morgen wir keinen Strom mehr haben, wenn morgen plötzlich alles ausfallen würde, weil wir uns nicht entsprechend auch digital verteidigen und so weiter. Wir hatten ja schon das Thema in unserem Cybersecurity-Investment-Werkstatt, da war auch genau das ja auch Thema. Genau, also es ist irgendwo auf der einen Seite ein Thema, was man gerne vergessen möchte und ganz weit wegschieben und hat ja gar nichts mit mir selber zu tun. Ich möchte mich da am liebsten raushalten und Krieg ist sowieso nichts für mich und so ticke ich auch. Aber man darf am Ende des Tages eben leider nicht vergessen, dass wir eine Bedrohungslage auch immer wieder haben und die findet mittlerweile eben auch digital statt, nicht nur mit harten Waffen. Und deswegen ist das Thema Rüstung, irgendwo betrifft es uns dann doch alle. Und der Staat gibt ja auch dafür entsprechend auch Geld aus.
Genau, und wir sehen das auch, wie gesagt, globalen Rahmen der NATO. Also hier sieht man so ein bisschen mal die Backlogs eigentlich, die aus der NATO entstanden sind. Also wir sehen es hier prozentual gesehen, wie viel kam eigentlich jetzt mal im Rheinmetall-Bezug aus NATO-Kreisen. Man exportiert ja auch sehr, sehr viel als Konzern und man sieht ja halt, wie das Ganze signifikant zugenommen hat und dafür andere Teile quasi wieder schrumpfen. Und ein zusätzlicher Fakt, und hier ist es mal auch von Rheinmetall runtergebrochen worden, ist die Maßnahme, dass man gesagt hat, hey, es gab ja dieses Sonderbudget, insbesondere aus Deutschland, wo man gesagt hat, okay, wir haben in den letzten Jahren unsere Bundeswehr so vernachlässigt, dass wir hier signifikant nachrüsten müssen. Es gibt also quasi diese 100 Milliarden an Sonderbudget. Und Rheinmetall hat jetzt quasi einmal dagegen gelegt, was sind sie, ihre Projekte, die Teil dieses Budgets sind oder sein könnten. Und man sieht hier halt einmal auch das, was Christoph angesprochen hat. Hier geht es nicht nur um die klassischen Armeeausgaben, sondern auch um Digitalisierung, um quasi auch Equipment für natürlich, das am Ende zur Ausrüstung liegt, aber auch um zivile Equipments. Und hier sieht man so ein bisschen, wie das Ganze unterteilt wurde. Natürlich Panzer sind ein Thema, Waffen, Munition ist ein Thema, aber halt auch zum einen digitale Themen oder halt auch ganz klassische Ausrüstung. Ja, sieht man auch mit hier 6 Milliarden, dass das gegenüber den anderen fast ein gleich großer Bucket ist und ist nicht zu vernachlässigen. Man sieht es hier nochmal ein bisschen runtergebrochen, also an welchen Teilen sieht man jetzt hier, dass man schnell aktiv werden kann, um dieses Budget zu erfüllen. Aber man sieht auch so ein bisschen, das ist natürlich jetzt ein kurzer Effekt, den man kurzfristig sieht, aber man sieht auch, wie lange man eigentlich damit rechnet, jetzt diese Ausgaben wieder zu steigern. Also man rechnet schon damit, dass diese neue Ära beginnt. Das sieht man hier so ein bisschen, neue Ära in der deutschen Rüstungsindustrie. Das heißt, man rechnet damit, dass sich so ein generelles Umdenken wieder ein bisschen tut, dass das wieder stärker forciert wird, weil der Abrüstungsgedanke gerade weltweit so ein bisschen verloren geht und dementsprechend rechnet man hier auch auf mehrere Jahre, was diese Perioden des Umsatzes angeht. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zahlen von Rheinmetall blicken, dann sehen wir auch, wie sich das in Zahlen niedergelegt hat, also rein in Umsätzen, die Sie in diesen blauen Balken, dunkelblauen Balken gesehen sind, aber auch in den operativen Ergebnissen, also Umsätze, die teilweise zwar wieder gesunken sind, aber generell hat man die Margen ein bisschen nach oben getrieben und man sieht auch, dass man teilweise jetzt wirklich auch investiert hat in diesen Bereich, um auch der Nachfrage nach mehr Rüstung gerecht zu werden. Dazu gibt es auch quasi mehr Schulden, also dieser Aspekt zeigt eigentlich in Kombination mit den davor ganz deutlich, dass man auch investiert aus Sicht von Rheinmetall jetzt, um dieser erhöhten Nachfrage gerecht zu werden. Und hier sieht man das Ganze wirklich nochmal im Blick auf die Dividenden und auf die Earnings, die natürlich jetzt stark nachgezogen haben, haben wir gerade eben schon am KGV und am Kurs gesehen. Wir werfen also einen Blick auf unseren Snapshot. Wie gesagt, Rheinmetall heute das Thema, zumindest heute Morgen. Heute Nachmittag gucken wir uns auch nochmal weitere Konzerne an. Einer der oder der größte reine Rüstungskonzern allerdings in Deutschland. 25.000 Mitarbeiter, rund 12 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Mittlerweile, wie gesagt, nur noch knapp 1,7% Dividende. Die ist nämlich nicht so schnell nachgezogen wie jetzt die Gewinne. Sehen wir aber gleich nochmal, dass es trotzdem signifikanten Erhöhungen hier gab. Wir sehen das, was ich gerade eben beschrieben habe, der Cashflow ist ins Negative gerutscht. Man ist sehr aktiv gewesen, was Investitionen betrifft, aber Also links. man ist gerade sehr viel in Forschung und Entwicklung wahrscheinlich. Genau, und man baut auch neue Fabriken. Wir haben das in der Ukraine auch immer wieder mitbekommen als Thema. Was man aber hier auch gesehen hat, das Problem ist so ein bisschen zuletzt gewesen. Die Materialien, die man da benötigt, sie werden halt gerade weltweit sehr stark nachgefragt, Metalle und, und. Das hat auf die Margen gedrückt, zumindest in diesem letzten Quartal, denn tatsächlich gab es gestern ja mal eine neue Meldung, warum es noch für die nächsten Zahlen, die jetzt im November rauskommen, gucken wir aber gleich drauf. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein KGV von 25, was vielleicht gerade im Vergleich zur Vergangenheit günstiger oder genauso teuer ist, aber halt trotzdem kein so günstiger Wert ist. Aber wenn wir sehen, wie die Aktie halt angezogen hat, insbesondere auch im Rahmen mit der Dividende, dann sehen wir ganz deutlich, ja, dass trotzdem das KGV und die Gewinne fast ähnlich schnell
sich angepasst haben. Und das, wie gesagt, bei einem 40-prozentigen Anstieg seit Jahresbeginn. Und ja, wir hatten auch, wie gesagt, im letzten Jahr schon ein starkes Jahr der Aktie. Also wir sehen es, wir haben lange Zeit uns kaum bewegt und jetzt gab es einen großen Satz nach oben. Wie gesagt, das sind so die Zahlen aus dem letzten Quartal, also eigentlich schon sehr positiv. Aber wir sehen, die Marge ist so ein bisschen unter Druck gekommen, liegt an den Investitionen, aber auch an den teuren Materialpreisen. Die jetzigen Zahlen waren tatsächlich noch so ein bisschen besser, also oder die erwarteten Zahlen jetzt für November sind ein bisschen besser. Man erwartet hier einen operativen Gewinn von 191 Millionen. Das heißt, natürlich ist das nicht der Reingewinn, da kommen noch Steuern dazu, Zinsen dazu, aber eine deutliche Erhöhung oder deutliche Steigerung von diesen 73 Millionen im letzten Quartal. Wir sehen auch, dass der Umsatz bei ungefähr 1,76 Milliarden liegt. Also auch hier gibt es nochmal eine deutliche Steigerung, wohlgemerkt von Quartal zu Quartal. Also man sieht ja schon nochmal einen deutlichen Aufschwung dadurch, dass jetzt in Israel der nächste Konflikt startet und scheinbar erhöhte Nachfrage jetzt auch nochmal zumindest in diesem Rahmen erfasst wird. Denn das sind schon relativ signifikante Erhöhungen, die teilweise vom Markt so erwartet wurden, aber nicht in Richtung des Gewinns. Und das sehen wir auch gerade eben, während der DAX heute deutlich im Minus ist, war die Aktie von Rheinmetall trotzdem knapp 3,5% im Plus. Im Rahmen des Dividendenmonats gucken wir natürlich auch nochmal kurz auf das Thema Dividendenhistorie. Und ja, wir sehen es gab mal so ein bisschen unruhigere Zeiten. Also hier quasi vor dem Konflikt in der Krim oder dem Einmarsch auf die Krim ist man eher von einer Reduktion ausgegangen. Man sieht es hier von der Dividendenwachstumsrate in Orange. Die ist sogar unter diese Nulllinie hier gefallen. Also ist quasi zurückgegangen, die Dividende. Es gab Kürzungen, auch noch im Jahr 2015. Aber wir sehen halt danach, es ist ja deutlich bergauf gegangen. Also die Dividende wurde dann deutlich, deutlich erhöht. Insbesondere sieht man das natürlich auch mit den Ausgaben, die dann oder mit den Gewinnen, die dann nachgezogen sind. Und danach gab es auch ziemlich kontinuierliche Steigerungen bis zum Jahr 2020. Genau, also blau nochmal, blau sind die Dividenden. Blau, genau. Ne, also die sind absolut gesehen. Und das Orange, was drüber liegt, ist die Wachstumsrate der Dividenden. Und die lag selbst zuletzt dann irgendwo zwischen ja, 0 und 50, also ich schätze mal so bei 50, einmal bei 50%, einmal bei 30%, das sind schon sehr hohe Dividendensteigerungsraten, die war aber auch schon mal negativ, also sehr genau, man sieht volatiler Titel. Was unter der grünen Linie ist quasi. Genau. Sehr volatiler Titel, was die Dividenden angeht. Eine ganze Zeit lang war sie auch relativ stabil, jetzt zuletzt eben angezogen, also ist jetzt nicht der klassische kontinuierliche Wachstumstitel, was die Dividenden angeht, aber zumindest wenn man 50% mal die Dividenden steigt und 30%, ist natürlich dann auch ein ganz schöner Schub. Genau, man sieht, es ist ein zyklischer Titel, sowohl natürlich im zivilen Geschäft als auch was das Rüstungsgeschäft betrifft, ja. Auch wenn man da eher von diesen Superzyklen spricht. Man sieht aber, seit es dieses Tief gab, sind die eigentlich kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme jetzt hier dieser Nach-Corona-Zeit, da hat man trotzdem aber Dividenden gezahlt, die Wachstumsrate war aber mal wieder im Negativen. Man sieht aber in der Signifikanz auf dieser orangenen Linie, wie extrem dann trotzdem teilweise die Dividendensteigerungen waren, also hier mal mit 60% und dann hier mit ungefähr 30%, und hier werden tatsächlich auch für die Zukunft weitere Dividendensteigerungen erwartet. Wenn man sich das Ganze mal in richtigen, klaren Zahlen ansieht, dann haben wir ein Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt gehabt von 23%, in den letzten 10 Jahren sogar von 32% im Schnitt. Wenn man das jetzt Ganze mal auf glatte Wachstumsdurchschnittszahlen zieht, also auf das CAGR, sowohl für 5 als auch für 10 Jahre, dann sieht man, dass wir im glatten Verlauf über die Jahre im Schnitt 15% Dividendenwachstum haben. Mhm. Und alle, die in den letzten Wochen mal zugehört haben, wissen, das sind schon sehr signifikante Wachstumsraten, was natürlich durch den aktuellen Zyklus auch so überhaupt umsetzbar ist, weil wir haben trotzdem nur eine Payout-Ratio von ungefähr 40%, was gar nicht mal so signifikant ist, insbesondere weil die Gewinne natürlich auch noch Potenzial haben, wenn man jetzt hier weiter investieren würde. Das heißt, auch hier zeigt sich eigentlich wieder, hohe Wachstumsraten in den Dividenden sind oftmals gebunden auch an hohe Dividendensteigerungen und Dividendensteigerungsraten. Auch wenn es hier mal so ein bisschen Unruhe gab in den letzten Jahren, sieht man halt doch, dass über die letzten 5 bis 10 Jahre hier signifikant hohe Raten erzielt werden konnten und damit auch gar nicht mal die Payout-Ratio unbedingt signifikant angehoben wurde. Rheinmetall gibt aber auch nur einen Ausblick, und das ist natürlich auch so ein bisschen politisch getrieben. Was sind eigentlich so ein bisschen die Probleme, die man sieht, die Risiken, die man sieht? Zum einen ist es der, wie gesagt, hohe Nachfrage nach Rohmaterialien, nach Stahl. Das ist so das große Thema, weltweit quasi gerade gesehen. Man baut hier weiter aus, man
holt quasi Inventar rein. Alternativ sieht man aber hier, dass es wirklich ein hohes Risiko gibt und man hier eigentlich zum Handeln ein bisschen zwingen oder den Staat auch auffordern will. Man möchte aber hier auch, braucht mehr Personal, also 1500 bis 3000 mehr Leute, um überhaupt die Kapazitäten abbilden zu können. Also man sieht natürlich, man kann investieren, man kann neue Fabriken bauen, aber man braucht am Ende auch Leute, die das Ganze bedienen und in die Produktion umsetzen. Und da sieht man so ein bisschen die Risiken heruntergebrochen. Wir haben natürlich auch nochmal so unsere eigenen Risiken. Also wir haben diesen Superzyklus und zum einen haben wir aber natürlich auch die Rüstungsausgaben, die generellen Staatskosten, die dagegen sind und auch so ein bisschen natürlich diesen ethischen Faktor, den viele bei den Rüstungskonzernen sehen, der natürlich auch so über diesen Aktien generell schwebt. Aktuell, wie gesagt, sehen wir aber ein sehr positives Momentum, vielleicht auch, weil so ein bisschen Umdenken bei vielen Leuten da teilweise einsetzt und das so zur Rheinmetall, Christoph. Ja, super. Genau, wir starten wie immer die Umfrage. Ihr dürft gerne einmal quasi gucken, nehmen wir das Ganze mit in unser Depot auf oder nicht. Wir werfen auch nochmal einen kurzen Blick auf das Depot. Wir haben ja letzte Woche uns dazu entschieden, Mondelez hier oben hinzuzukaufen. Da gab es zuletzt eine ganz positive Bewegung. In Summe sehen wir aber natürlich immer noch, dass wir gefangen sind, quasi noch im weiteren Sog der Märkte. Der Märkte kann man eigentlich so sagen, die japanischen Märkte sind die hier so rausstechen oder auch die, die gerade in einem sehr positiven Momentum unterwegs sind. Viele andere sind ungefähr ähnlich zur aktuellen Marktperformance zu sehen. Ja, was Gute ist, wir kaufen jetzt auch wieder in der aktuellen Marktlage weiter ein. Genau, also sieht man auch ganz gut, weil wir mal zu teuer oder so gut eingestiegen sind und mal besser, mal schlechter. Aktuell sehen wir mal wieder, haben wir ein ganz gutes Momentum potenziell erreicht. Genau. Ja, heute mal ein Rüstungskonzern, ähnlich wie Tabakskonzerne und andere Konzerne, die so in speziellen oder auch ein bisschen in Nischen drin sind, die ethisch oder gesundheitlich auch mal ein bisschen schwieriger sind, sieht man hier aber trotzdem erstmal interessante Entwicklung. Ja. Aber B natürlich auch, also finde ich bei Tabakkonzernen immer so erstaunlich, dass die hohe Dividendenrenditen haben, meistens eher tendenziell eher unterbewertet sind, auch für das, was sie ausschütten, weil sie eben vom Kapitalmarkt so ein bisschen als ich würde nicht sagen, IGIT gesehen werden, aber natürlich beim Kapitalmarkt immer so abschlägig gehandelt werden, weil sie einfach nicht so attraktiv sind, wie etwas, was natürlich nach vorne guckt, alle ESG-Sachen drin hat und so weiter. Was die Welt verbessert. Was die Welt verbessert und natürlich, wie ich schon sagte, das ist ein kontroverses Thema und es ist eben auch ein Thema, wo wir uns nicht ganz von frei machen können, aber man es natürlich im Alltag tun kann. Aber als Investment oder auch an der Börse spielen solche Themen natürlich trotzdem irgendwo eine Rolle. Genau, gute Kommentare übrigens auch von Günther. Taiwan ist auch wieder so ein Thema. Ja. Natürlich auch ein Konflikt. Es gab jetzt zuletzt auch wieder den Konflikt in Indonesien und für den Philippinen, wo sich ja quasi Kriegsschiffe aus China gerammt haben. Dort territorialer Kampf um das südchinesische Meer auch existiert. Also auch absolut wichtiges Thema. Und Armin sagt gerne, ohne Messer gäbe es auch keine Stichverletzung. Brot würde er aber trotzdem gerne schneiden. Ist ein sehr einfaches, essentiell, aber Vergleich sicherlich, aber es ist halt, wie gesagt, wir haben ja schon versucht, das rüberzubringen. Es ist ein nicht so leicht, kein leichtes Thema. Kein leichtes Thema, sagen wir es mal so. Genau. Genau. Das sieht man auch so ein bisschen an der aktuellen Situation unserer Umfrage. Hier gibt es einen sehr starken Kampf zwischen Ja und Nein. Ich lasse es nochmal ein bisschen offen. Ihr dürft noch weiter abstimmen. Wie gesagt, wir befinden uns ja mitten im Dividendenmonat. Das werden wir heute Nachmittag auch nochmal weiter forcieren. Also Dividendenschema wird ein Fokus sein. Auch weitere Rüstungskonzerne werden im Fokus sein. Also wie passt das Ganze irgendwie zusammen? Nächste Woche Dienstag, der Market Roundup fällt aus, da ist Feiertag. Zumindest bei uns hier im Norden und ich muss allen Südländern, die also tiefer in der Bundesrepublik liegen, ihr habt dann am Mittwoch den Feiertag, da sind wir aber wieder da. Aber Dienstag sind wir nicht da, deswegen gibt es da keinen Market Roundup. Live vor Ort und Donnerstag geht es dann aber auch bei uns ganz klassisch einmal weiter. Christoph, damit sind wir am Ende. Punkt 11 Uhr. Genau, eine Sache, die ich immer gerne nochmal sage, am Wochenende ist Zeitumstellung. Genau. Also achtet auch drauf, dass nächste Woche die US-Märkte bereits um 14.30 Uhr starten. Zumindest für eine Woche, danach machen die auch die Zeitumstellung, dann ist alles wieder gut. Sage ich jetzt bei jedem Termin nochmal mit dabei, damit das auch keiner vergisst. In dem Sinne. Dann stimmt noch weiter ab. Aktuell scheint es ein Jahr zu werden, aber wir werden mal gucken und bis dahin. Tschüss. Tschüss.